So, dann guten Morgen und herzlich willkommen zum Live-Trading von JFD Brokers. Jetzt wird hier der DAX dann besprochen. Und kurz was zur eigenen Sache. Das ist jetzt hier gestern wieder das Setup so 1 jedenfalls hier. Wir sind ja hier im Parketthandel so hervorragend aufgegangen ist. Das kann natürlich jetzt nicht so weitergehen. Überhaupt wegen der verkürzten Börsenwoche in Amerika werden diese Woche ab jetzt die Setups nur noch grau hinterlegt sein. Jedenfalls die Short Setups. Hier lief das eine Setup ja perfekt. Der Tiefkurs war im Parketthandel bei 11.049,99. Also hier genau das Kursziel erreicht auf den Punkt genau. Anschließend habe ich ja erwähnt, dass es dann eher eine Seitwärtsbewegung geben könnte und auch das obere, hier auch grau dargestellt, ist auch nicht aktiviert worden. Das untere, wie erwähnt, ist ja, wir sind hier im Parketthandel, wurde auch diese Marke nicht unterschritten und dieses nehme ich jetzt für morgen heraus, diesen Sell-Trigger. Wir sind ja im US-Markt eingestoppt und das Risiko von 2 Leerverkäufen will ich diese Woche eben sowieso nicht tragen, weil eigentlich die Börsenwoche vor Thanksgiving normalerweise positiv noch verläuft. Also werde ich morgen im späteren Handel eher nach Long-Einstiegen suchen und Short-Einstiege sind sowieso dann tabu. Also hier nochmal ist das Setup, was ich vorgestellt habe, erst einmal hier perfekt aufgegangen. Ich habe auch eine längere Analyse noch veröffentlicht über einen möglichen DAX-Einstieg und da war eben auch nur der Einstieg gekennzeichnet, keine Short-Pfeile nach unten. Deswegen, wenn er hier unten auftreffen sollte, wird umgehend zwar noch kurz abgewartet, ob man einen Hammer ausbildet, aber umgehend wird hier wahrscheinlich direkt ein Einstieg stattfinden. Im Tageschart war eben auch noch besprochen, dass es nur eventuell bis 10.960 gehen könnte. Hier verläuft dann die Oberkante des Rainbows. Der Zielbereich für diese Woche ist eben hier maximal bei 11.285 etwa angegeben. Kommen wir noch schnell zu den Setups. Hier bei Trillisch hat sich das auch bewahrheitet, nachdem hier das Kursziel auch eben exakt angelaufen ist von 41 Euro, dass es hier eine bullische Reaktion nach oben geben könnte. Sie ist eingetreten, scheitert aber aktuell an der Unterkante des Rainbows. Also hier wird Trillisch jetzt von der Liste gestrichen. Ist ja alles eingetreten, soweit wie angegeben in der letzten Woche. Gestern hat der Nikkei nicht gehandelt, da war feiertagsbedingt kein Handel, fand kein Handel statt. Wenn wir jetzt hier direkt auf die Indikation gehen, und will ich das bei den Future-Kursen, ich habe die Live-Future-Kurse auf der anderen Kursstation da, dann sieht man, die 20.000er-Marke ist gestern exakt erreicht worden. Also ist hier dann das Setup, das untere ist nicht aktiviert worden. Und das Kursziel von 20.000 steht ja seit Anfang November fest. Ist auch hier komplett erreicht worden. Also wird das Setup jetzt hier auch rausgenommen, gestrichen. Wie sich der jetzt hier weiter verhält, ist mir eigentlich ja, im Moment relativ egal. Also der wird auch höchstens irgendwo unten weiter einen Einstieg gesucht. Short Leerverkäufe sind jetzt gerade auch nicht unbedingt zu empfehlen. SGL Carbon passt im Moment. Hier wurde am Freitag bzw. ja, doch Donnerstag das Setup vorgestellt. Gab es eben 2 Varianten. Nahm jetzt hier die ganz präferierte,
ging erst teilweise hoch, dann nochmal runter. Und hier könnte man jetzt, oder sollte man eigentlich auch den Stopp nach oben ziehen, um sein Risiko zu vermindern. Mehr gibt es hier aktuell auch nicht zu sagen. Zu R, Ring und Klinger. Was soll man sagen, geht relativ dem Pfeil exakt nach. Hat zwar hier jetzt nicht unbedingt noch ein Tief gemacht, aber steht deutlich im Plus. So, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich werde mich im späteren Tagesverlauf dann nochmals melden. Aber wie gesagt, diese Sell-Trigger-Marke wird definitiv hier rausgenommen. Die ist nicht aktiv mehr.